Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Mercedes-Benz SLS AMG mit der 6,3 Liter Maschine von der Firma Norolf im Maßstab 1 zu 18. Ja, das ist die Verpackung, ja, Dieter Edition in weiß mit AMG-Schriftzug, sieht sehr gut aus. Und hier ist das Modell für euch natürlich ausgepackt und wir stellen fest, das ist ein sehr elegantes Modell, sportlich und elegant zugleich, meiner Meinung nach. Und wir schauen uns natürlich direkt immer die Front an zuerst. Und was ich an diesem Wagen sehr besonders finde, ist, die Front sieht sehr, sehr, sehr fett aus, ja. Also wenn das Ding auf der Straße liegt, ja, wenn man das schon mal gesehen hat, im Rückspiegel sieht es sehr, sehr aggressiv aus, aber auf keinen Fall, schlecht, ja. Also ähnlich wie der Mercedes GT, der ja wahrscheinlich der geistige Nachfolger dieses Autos ist, den ich natürlich auch schon vorgestellt habe, Link natürlich in der Beschreibung oder im i hier oben. Hier, wie gesagt, die brachiale Front mit dem großen Mercedes-Stern im Kühlergrill, ja. Hier die langgezogenen Frontlichter und natürlich ganz viele Lufteinlässe, weil der Wagen braucht ja auch auf jeden Fall Luft, ja. Zur Kühlung. Und natürlich zur Ansaugung. So, ich mache mal die Kofferraumklappe auf. Ich habe natürlich ein bisschen geschnitten, weil mit den Handschuhen ist es wirklich schwierig. Hier unten ist so ein Nippel zum Draufdrücken, ja. Und da können wir die Motorraumklappe öffnen. Und wir schauen direkt mal hinein und ja, müssen nüchtern feststellen, ja, im Original ist natürlich auch sehr viel verdeckt, wie wir wissen, von den Motoren. Aber das ist dann doch etwas, ja, zu wenig, würde ich sagen. Hätte ich mir mehr erwartet. Ja, hier ist zwar der Wasserstutzen blau gefärbt für die Scheinwerfer, für die Scheinwischer, für das Wischwasser und der Motor, naja. Ich sag mal so, es hätte besser sein können. Machen wir das Ganze wieder zu und betrachten uns die Seite. Die sieht sehr sportlich aus, ja, so wie es natürlich sein soll. Die Felgen passen sehr gut zu dem Fahrzeug. Hier sieht man nochmal die Luftauslässe und die 6,3 an der Seite. Und schauen wir direkt uns das Heck an. Hier natürlich die Türen, auf die komme ich aber gleich zu sprechen. Heck, ja, ist für mich, sage ich mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile hat man es mehrfach gesehen. Ich sag mal so, man sieht den Vorgänger ein bisschen auf jeden Fall im Heck mit dabei. Ja? Also den 300 SL, den ich entweder schon vorgestellt habe oder noch vorstellen werde, je nachdem, wann das Video draußen ist, wird natürlich der Link zum Review in der Beschreibung oder im i sein, ist ja klar. Ja, große Auspuffrohre haben wir hier. Und hier kann man auch lesen, ja, SLS AMG-Schriftzug ist natürlich auch vorhanden. Ja. Und wir gucken natürlich mal in den Kofferraum herein. Auch hier musste ich die Handschuhe erstmal wieder ausziehen, um dort mit dem Fingernagel reinzukommen. So. Na? So. Kofferraum ist auf jeden Fall in Ordnung, finde ich. Ja, was soll man da großartig auch falsch machen, außer es ist nicht ausgekleidet mit Teppich mit hat. Ich hoffe, ich könnte das sehen. Ja. Ist auf jeden Fall drin. Und kann man eigentlich nichts dagegen sagen, würde ich sagen. Ja, schauen wir uns jetzt natürlich das Highlight des Wagens an. Und zwar, das sind die Flügeltüren. Ja, ich kann es euch nochmal zeigen von der Seite. Oder von vorne besser gesagt. Kann man hier aufmachen. Nur vorsichtig mit den Spiegeln. Ja, Flügeltüren, die hier leider auf der Fahrerseite irgendwie nicht halten, obwohl der Wagen echt neu ist. Das ist ärgerlich. Das ist auf jeden Fall eine Hommage an den ersten Mercedes 300 SL. Weil der hatte natürlich auch bekanntlich Flügeltüren und ich denke, man hat die neue Version eigentlich ganz gut hingekriegt, wenn ich das mal sagen darf. Und wir schauen jetzt direkt mal hinein und auch da wurde sehr detailliert gearbeitet von Norolf. Also man kann alles erkennen, Schaltkonsole ist auf jeden Fall detailliert gemacht, das stimmt auf jeden Fall, das gefällt mir. Fußraum ist natürlich mit Teppichimitat auch verkleidet, ist auf jeden Fall gut so. Und wir schauen uns direkt nochmal die Beifahrerseite an. Au, ein kleiner Handschuh abgerissen. Und gucken wir hier auch nochmal rein. Hier hält ja die Tür. Und wir stellen fest, ist halt sportlich, ne? Spartanisch, aber dennoch elegant. Ja? Also wie gesagt, mehr Details wären natürlich nicht verkehrt gewesen. Ja? Ich schließe den Wagen mal wieder und frage euch, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Ja, gefällt es euch, sowohl der echte als auch das Modell? Schreibt es in die Kommentare, mich interessiert es auf jeden Fall. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und vergesst natürlich nicht, in meine Telegram-Gruppe zu kommen, damit ihr immer über neue Videos benachrichtigt werdet. Also, macht's gut, bis dahin, ciao!